Hallo, hier ist der Gusua. Hier habe ich einen richtig, richtig fetten Raid. 1,73 Millionen insgesamt mit Bonus vom Hofi aus dem Clan Gnadenlos. Der hat gesagt, oh, kannst du es eventuell für mich hochladen? Kriegen wir natürlich hin. Folgende Sache. Wirklich hier, ihr seht selber, epic Loot. Richtig, richtig epic. Und ich will nicht zu viel spoilern. Ich will bloß kurz nochmal sagen, ging darum, hier hat er schon mit der Queen angefangen, ist leider nicht mehr im Video zu sehen, aber da hat er angefangen, den ersten Magierturm platt zu machen, weil die halt eben wirklich megamäßig auf die Loons gehen, von der Fläche her. Ganz klar, er erklärte mir, ungefähr so zu vergleichen, Magierturm mit Inferno auf Multi und Bogiturm ungefähr Inferno auf Single. Bloß, dass man mal die Relation so ungefähr weiß. Also, er ging zuerst mit der Queen, wollte er probieren reinzugehen. Aber den Rest sehen wir gleich. Ich werde immer mal ein paar Steps so kurz stoppen, dass ich euch das mal ein bisschen zeige, eventuell noch mal ein bisschen ranzoome. So, also wie gesagt, Queen hier megamäßig am Tackeln und dann, soll die gleich reingehen. Hier, guck mal, megamäßig die Fallen gerade. Ich gehe mal noch was zurück. Klicken wir nochmal rein. Da ploppt gleich alles auf. Ich würde sagen, 3 oder 4 Loons. Ich sehe es ja gleich. Da haben wir 24, also 3 Loons sind da gleich mal zum Einsatz gekommen. Gucken wir nochmal. Zack, so. Der erste ist gleich draufgegangen. Und die gehen jetzt hoch in den Bereich und auch down, aber wenigstens schon mal der Magierturm weg. Richtig gut. So, weiter geht's mit der Queen halt, klar. Die probiert sich jetzt den Weg frei zu bahnen. Klar, Elver Mauer läuft natürlich, logisch. Und unten fängt er jetzt gleich an, Loons und auch Luckys, aber vorher natürlich logischerweise die Lavahunde. Da sehen wir sie, beide, einmal hier, einmal da, zu droppen, eben von beiden Seiten, dass halt wirklich die gleich auf die Luftabwehr gehen, weil klar, Luftabwehr auf 8 brauchen wir nicht drüber reden, das geht natürlich mega ab. Gucken wir mal rein. Queen ist eben auch noch am Machen da. Loons wurden gesetzt, Luckys kam hinterher, gleich. Und in der CB hat er noch einen Lavahund, aber guck mal. Ich bin, ja, hier, guck mal hier, der Gegner hatte noch einen Lavahund, ich mache noch mal ein bisschen zurück, das geht ein bisschen schnell hier, so, gucken wir mal, jetzt kommt der gegnerische Lavahund und jetzt schaut euch mal an, die Lavahunde sind bei ihm gemaxt, die sind auf 3, also ihr wisst, was die aushalten, guckt mal, wie schnell die down sind, zack, ist der weg. Und der andere, ja, gerade so, zack. Und jetzt kommt gerade noch der zur Verstärkung aus der CB. Jetzt noch schnell den Frost drauf. Das läuft so schnell, ich muss mal wieder Pause machen. Queen hat hier im oberen Bereich gerade den Bogiturm gefickt. Und hier den Frost rein. Ich glaube, er haut hier auch gleich nochmal einen Frost drauf. Sehen wir gleich. Lass uns weiterschauen. Luckys managen hier natürlich richtig was. Klar, sind natürlich jetzt hier schön am Loot ziehen auf jeden Fall. Und die Loons gehen hier noch auf die Luftabwehr. Zack, bam, die ist down. Und geht noch der Expo drauf? Ich glaube nicht, oder? Ah, schade, schade. Und jetzt kommt der King da an den Start. Gegnerischer Lavahund lebt noch, aber auch nicht mehr lange. Die Luckys gehen da richtig gut, die sind ja gemaxt. Bam, kaputt. Und er hatte sogar noch in der CB einen Ballon. Ja, da hat er die geblitzt halt noch, die gegnerischen Lava-Hund-Welpen. Und das war's dann aber auch schon. Bei 61% bleibt das dann. Und halt mega Angriff. Guckt euch mal an, was er gezogen hat. Guckt euch einfach mal an, was da los ist. Mega fett. 11 Pokis. Er ist in einem Bereich 4400 Pokis um und bei. Das sind 11 Pokis natürlich mega fett. Und guckt mal, wir haben den Bonus noch zusätzlich. Also wir haben 120.000 von beidem nochmal oben drauf. Das heißt, fast 1 Million alleine am Gold. Knapp 800.000 Alex.
Und dann 800, glaube ich, genau. Ich glaube, 800 Bonus nochmal vom Dunklen. Das heißt, wieder mal einfach so 7k Dunkles mit einem Raid. Also mega fett. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abo wäre natürlich auch geil, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal beim Clash King Hofi vorbeigucken. Der hat es hier einfach möglich gemacht, diesen Raid einfach mal zu posten, dass ich den euch zeigen kann. Das war's von mir. Viel Spaß weiterhin. Ciao, ciao.